Herzlich willkommen zu diesem Let's Play The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir haben im letzten Part die Prüfung begonnen und schon einen Großteil abgeschlossen auf dem vergessenen Plateau. Denn unsere Aufgabe ist es hier, die Augen in die Löcher zu schmeißen, wozu auch immer es dienen soll. Das werden wir noch früh genug herausfinden. Das schaffen wir nicht. Uns fehlt aber noch das letzte Loch. Und zwar das hier oben. Das ist unser nächstes Ziel. Wenn wir hier irgendwie die Klippen nochmal hochkommen sollten. Das müsste hier oben aber besser gehen. Hopp. Oh. Boah, so wenig Ausdauer, Freunde. Da oben. Da ist das Letzte. Da müssen wir uns jetzt noch durchkämpfen. Das haben wir im letzten Part nicht mehr geschafft. Aber kein Problem für uns. Wir starten direkt durch. Durch Schnee und Wind. Ah, kommt her. Ja, mit dem Horn angegriffen, ha? Ja, ein ganz schlauer. Wie du dich hier wieder zusammensetzt. Alter, wie viele Herzen die ziehen. So. Ganzen Überreste hier mal mitnehmen. Werden wir bestimmt noch brauchen und au, haben wir wenig Leben. Unsere ganzen Rötzäpfel und hier unsere ultra überteuerte Schwertbanane. Hat uns im letzten Part 129 Rubine gekostet. Für eine Röstbanane war natürlich viel zu überteuert, aber ich wollte einfach herausfinden, ob uns dieser blöde Verkäufer da verarscht und ja, er hat uns verarscht. Es, da vorne schon wieder ein Schrein, würde mich aber tatsächlich sehr stark interessieren, was er gemacht hätte, wenn wir dem alle abgekauft hätten. Aber holy shit, das wäre teuer geworden. Und die halten ernsthaft Schneekugeln bereit, um die von oben auf uns drauf zu schmeißen. Die sind noch nicht ganz bei Trost. Aber vielleicht, wenn wir hier auf den Berg klettern, kommen wir von dort aus. Ja, da müssen wir hin. Oder? Oder nein, müssen wir nicht. Da müssen wir... Hä? Aber es ist genau in Blickrichtung. Das könnte schon hinhauen. Sind wir sogar noch zu hoch. Was auch nicht verkehrt ist. Aber jetzt würde es mich trotzdem interessieren, was denn dann hier oben ist. Konnten wir uns an diesen blöden Vögeln ja noch vorbeischleichen? Vielleicht ein Krog am Start? Ja, das sieht mir stark danach aus. Oh, was ist das für eine Kinder? Erstmal hier den Krog einsammeln. Okay, die Krog-Anzahl verdecke ich trotzdem mit dem Bildschirm, aber es geht nicht anders. Irgendwo... was haben wir denn hier? Königs-Zweihänder. Okay, ist zwar voll... Dieses Schwert der königlichen Leibgarde ist nur für äußerst erfahrene und fähige Kämpfer geeignet und stärkt den Angriff beim perfekten Ausweichen. Unsere Klingen sind alle, also die Klingen sind alle leider vom Miasma zerfressen worden, damit wir auch bloß nicht kämpfen können. Was habe ich denn hier für einen seltsamen Arm? Warte, was? Der zappelt die ganze Zeit schon an meinem Rücken, ekelhaft. So. Wo war es jetzt, das Loch? In diese Richtung. Dann
war es doch woanders. Ich dachte doch wirklich, der Schrein wäre hier oben gewesen. Oder anders gesagt, vielleicht war er wirklich da oben. Und das ist das einzige Loch, was nicht darauf zutrifft. Und, ah ja, ich sehe schon, was hier des Rätsels Lösung ist. Wir müssen das richtige Stück schmelzen. Ich vermute, das wäre dann hier, ne? Ja. Das hat alles seine Richtigkeit. Das sind die vier Augen. Ruf aus der Tiefe. Nun musst du sie nur noch zum Ursprung der Stimme im Untergrund... Was? Moment, also das heißt, im Untergrund ist jemand, der diese vier Augen gerne hätte, die ich jetzt überall hier runtergeschmissen habe. Ernsthaft? Uah. Alter, wie tief das Loch geht. Was? Wie tief geht das Loch, bitte? Und wir sehen nichts. Aber irgendwas leuchtet da unten. Die Irrlichter können wir leider auch nicht sehen, aber das können wir ja noch gut im Menü abchecken. Okay, also das ist nicht umsonst hier. Hier ist alles voll mit Melles. Das heißt, wir schleppen das wie ein Licht vor uns her. Okay. Bringt uns jetzt irgendwo hin. Okay. Ja, was ist das denn für eine große Anlage, bitte? Die bringt uns jetzt wohl auch noch irgendwo hin. Ich kann mich an die Mission hier echt beim besten Willen nicht erinnern. Wo führt uns das hin, bitte? Heiliatal. What? Da fällt mir auf, die Karte im Untergrund ist ja auch noch gar nicht geöffnet. Das wird jetzt aber schwer für die Mine. Hier ist Endstation, Freunde. Okay, packen wir das Licht mal aus. Das Auge. Hier scheint es weiter zu gehen, ja. Oder? Da geht's. Kann sein, dass es da weitergeht, aber ich bin jetzt gerade etwas perplex. Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, so eine Mission je gemacht zu haben. Aber ich war in meinem Spielstand, den ich off-cam für mich gespielt habe, ganz eindeutig sehr weit. Das hier, die Raketen benutzen wir absichtlich nicht. Hm.
Das könnte nämlich sein, dass die zu stark sind. Okay, schauen wir uns, wo uns das hinführt. Weil es scheint ja hier offensichtlich weiterzugehen. Der Konstrukteur hat sich seine Gedanken gemacht. Ich sehe nichts. Alter, wie groß ist das hier? Und ich sehe einfach gar nichts. Verlassen in der Zentralmine. Okay, hier ist jetzt offensichtlich Schluss. Muss man hier aufsammeln und da vorne ist eine Schatztruhe. Den nehmen wir uns erstmal mit. Was ist denn hier? Großes Sonanium. Wertvolles Sonanium mit sehr hohem Reinheitsgrad. Das hatten wir aber schon mal, ne? Ja, haben wir schon 4 Stück von. Okay, hier ist jetzt. Alter, wie groß ist das? Also für jeden, der TOTK besitzt, vielleicht noch nicht durchgespielt hat, ihr solltet euch das Spiel vielleicht nochmal geben und ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Okay, wie weit hoch geht's denn hier? Okay, hier ist Endstation. Ach, ich bin so dumm. Ich bin so ein Bock. Jetzt halten wir es direkt bereit, weil wenn wir nämlich dann ganz oben ankommen, müssen wir auch direkt wieder runter. Sonst fällt uns die Plattform aufgrund des Stroms aus. Schnell. Okay, das Auto, was ist? Aha. Da vorne ist es. Die 4 Abgründe auf dem Plateau, zu denen ich dich führte. Aha! Lass meine Augen, die du dort vorfindest, in die Abgründe fallen, auf das sie mich erreichen. Aha, und hier haben wir 4 Aha, so ist das also. Ich kann mich trotzdem nicht an diese Mission erinnern. Aber... Du hast mir ein Auge zurückgebracht. Ich führte dich zu den Abgründen auf dem Plateau. Bringe alle übrigen Augen zu mir, die du dort findest. Na, klasse. Okay, aber krass, Freunde, wie riesig das hier ist. Unnormal. Das ist alles im Untergrund. Jetzt frage ich mich natürlich... Okay, hier ist Licht, wo wir hier vielleicht noch ein bisschen beleuchten können. Es scheint hier offenbar noch nicht aufzuhören. Oh, 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 oh. Ah, ich sehe nichts, Freunde. Aha. Ja, die Laterne da vorne sollten wir vielleicht mal anzünden, ne? Zugegeben, da hinzukommen ist bestimmt nicht leicht. Alter, wie... Oh, jetzt können wir uns das auch mal ein bisschen genauer anschauen.
wie riesig. Und da oben geht es sogar noch weiter. Aber wenn wir das hier jetzt mal aufleuchten lassen, da ist sogar noch ein ziemlich großer... Ja, dann sehen wir das schon mal hier, wie wir da hinkommen. Ein Hoch auf die Leuchtsamen. Besonders die großen. Von den großen kriegt man aber leider nie immer nicht so viel. Die kleinen schon, da muss man nur die ein oder andere Höhle besuchen, aber... Oh, und das sind kleine Ichirocks. Aber in Melles Form. Weil das ist auch Bestandteil von TOTK. Gegner, die mit Melles umzingelt sind. Und einem neben dem hauptsächlichen Schaden auch noch vergiften. Mit Melles. Aber hier können wir doch schon mal die Karte beleuchten. So. Das Licht der Wurzel vertreibt das Dunkle. Das bringt Licht ins Dunkeln und ach, du heiliger Vater, ich weiß nicht, was ich von diesem Ort halten soll. Soll ich ihn ultra geil finden? Verlassene Zentralmine? Oder soll ich ihm mit Ehrfurcht begegnen? Mine im Hylia-Tal, waren wir da nicht eben gewesen? Da sind wir doch irgendwie hingefahren, als wir was hier runtergeschmissen haben oder so? I don't get it. Scheiße, wir haben hier keinen Teleporter. Oh, nö. Wir haben hier keinen Teleporter, Freunde. Dann müssen wir uns was einfallen lassen, wie wir wieder hochkommen. Weil ich würde mich jetzt ungerne porten. Vielleicht so. Das wird so nicht gehen. Ne, Ichirocks. Ja. Für kleine Schildkröten hier. Die gefallen mir nicht. Wir müssen doch hier irgendwie wieder hochkommen. Unterirdischer See. Sowas ist natürlich auch krank. Vielleicht kommen wir über die Zentralmine wieder zurück. Das wäre cool. Ja, das ist es. Die Zentralmine muss eine ebene Fläche haben, wo wir wieder hochkommen. Wir müssen nur eine solche geeignete Stelle finden und wir sind wieder mit dabei. Wie gesagt, porten ist lame. Ich will wieder auf normalem Wege nach oben. Das, meine Freunde, erreichen wir hier. Naja, zumindest teilweise. Okay, hier ist schon mal eine Station für... Also hier ist, wo wir ursprünglich rausgehen. Ne, im Moment nicht ganz. Hey, den Ort hier muss ich mir auch noch markieren. Ich will jetzt hier noch niemanden ansprechen, weil ich befürchte Jigas. Oder sollen wir sie ansprechen? Ich weiß es nicht. Was machst du denn an diesem Ort? Ach, wahrscheinlich könntest du mich dasselbe fragen, stimmt's? Hm?
Du stellst hier auch Nachforschung an, oder? Naja, weil du dich ja für die ja, nein, oh bitte nicht. Forschungsgruppe beworben hast. Och nö, wir sind auch nur zur Forschung hier, weil wir uns als Forscher beworben haben. Ja, als Forscher. Welch ein Zufall, hier sieh mal. Wir verstehen nicht, was das für ein Gerät ist mit der zittrigen grünen Schrift und diese seltsame Statue. Vielleicht ist das einer der Steinleute, die man Konstrukte nennt. Bestimmt sollte sich das Ding irgendwie bewegen. Oh, übrigens, das sind alles nur meine Vermutungen. Wir kriegen mächtig Ärger, wenn wir nicht bald mehr rausfinden, aber wie? Da stecken wir ganz schön in der Klemme. Ja, Freunde, ich weiß wie, aber ich hab jetzt keine Lust hier, das für euch zu lösen. Lasst es uns doch mal ein andermal machen, wenn ich bereit bin zu kämpfen. Und wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Wir wollten doch eigentlich nach oben. Mal anfangen. So. Und hier nochmal. Jo. Alter, wie groß ist das? Dann noch mal eine Etage hoch. Oh, Schatztruhe. Eine, die ich noch nicht geöffnet habe. Ja, dann schauen wir mal rein. Nochmal großes Sonanium. Davon können wir genug gebrauchen. Wir werden noch viel davon benötigen. Aber auch zu meinem Leidwesen, wir kommen aus dieser Scheißhöhle nicht raus. Man muss doch hier irgendwo eine ebene Fläche haben, wo wir. Ah, nein. Ey, Leute, schaut euch das mal an, wie gigantisch das hier ist. Und das wurde alles geheim gehalten. In Breath of the Wild. Und das Krankeste an dieser Stelle finde ich ja noch, befinden uns ja hier im Untergrund. Logisch betrachtet müsste sich doch hier, oder sagen wir mal so hier, der fünfte Dungeon befinden. Da ist aber ein See. Das heißt, wir sind entweder noch tiefer als der Dungeon, was das Wahrscheinlichste ist. Oder das hier ist so eine Art alternative Form oder alternative Realität von Hyrule. Ey, ich kann's wirklich nicht sagen. Jedenfalls finde ich mich so schon mal nicht zurecht. Einfach nicht weiß, wie wir nach draußen kommen. Das hier sieht irgendwie so aus wie eine Boss-Arena. Ich hoffe, hier wird jetzt kein Ereignis getriggert. Nein, zum Glück nicht. Aber diese zwei Irrlichter da vorne würde ich mir noch gern mitnehmen. Oh ne, die kleinen, die kleinen, die kleinen. Hier ist auch noch irgendwie Kram, also. Irrlicht, sehr groß. Einem Untergrund häufig zu findende leuchtende Geisterkugel. Ein ungewöhnlich großes Irrlicht, dem gewaltige Kraft innewohnt. Und das Teil bringt uns. Wie viele? Waren das jetzt 50? Warte, wir haben ja 213. 220. Das ist trotzdem krank. 40 Irrlichter einfach so frei Haus. Da sind Mellisbockblins am Arbeiten. Oh Mann, wie kommen wir hier wieder raus? Es muss doch einen Weg geben. Ich will mich nicht porten.
Dann müsste ich wieder ganz vorne anfangen. Könnte jeden Ort noch nochmal abklappern. Das hat mir am Anfang keiner gesagt. Weil ich hier noch keinen Schrein habe. Muss doch. Wartet mal. Führt das nach oben? Das hätte ich doch eben sehen sollen. Da ist doch so eine Steinsäule, die führt doch offensichtlich nach oben, oder? Bin ich so desorientiert? Dann machen wir den Spaß hier eben nochmal. Wenn ich jetzt da... Ach nee, das ist das, wo ich eben schon dachte, wir würden fälschlicherweise hier rauskommen können. Aber die Fläche ist nicht gerade. Netter Versuch, MDP. Das klappt leider nicht. Und es ist gerade so ausgerichtet, dass wir hier bloß nicht... Nee. Oh, das hier könnte vielleicht gehen. Oh, ernsthaft? Schönes Licht hier übrigens, das gefällt mir richtig gut. Da bekommt man echt ein cooles Feeling. Hier, das hatte ich eben schon mal probiert, ne? Och Mann! Es muss doch einen Weg hier rausgeben. Vor allem, wir sind im Part jetzt auch schon fast beim Ende. Dann fürchte ich, müssen wir uns wirklich porten. Ich meine, das ist jetzt kein Softlock oder so, ganz und gar nicht. Und ja, normalerweise muss man sich auch porten, um hier wieder rauszukommen. Aber bis ich das gefunden habe, bin ich längst auch wieder zu Fuß beim vergessenen Plateau. Ich muss mich offenbar wirklich hier raus porten. Kann nicht einfach über eine ganz einfache Plattform mich durch den Boden durch auf die höhere Ebene mogeln. Klappt leider nicht. Sehr schade. Überspringen wir den Spaß und kommen direkt dorthin, wo wir hin wollen. So zumindest meine Hoffnung. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Prüfung so la Uah, dass die Prüfung so lange dauert. Im Ernst nicht gedacht.
Hier waren wir witzigerweise ja schon. Vor zwei Parts, glaube ich. Genau, da haben wir aber gleich noch einen anderen Eingang. Das wäre dann dieser. Gut, dass wir einen der schweren Eingänge schon genutzt haben. So können wir uns jetzt nach vorne hieven. Moment, ist da unten ein Schrein? Den habe ich übersehen. Ernsthaft, Leute. Eiskalt übersehen. Lüll. Wartet mal. Wir sind gar nicht auf dem vergessenen Plateau. Das ist das falsche Loch. Oder? Nein, das vergessene Plateau ist hier herum. Also war das hier doch gar nicht mal so gut. Ja gut, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir hier den Teleporter auf. Und dann speichern wir das Spiel ab. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat, dass es für euch unterhaltsam war. Schaut in der nächsten Folge wieder rein, wenn wir ganz spannend in den Untergrund gehen werden. Und jo, haut rein, lasst einen Daumen oben, bis zum nächsten Mal und ciao!